Guten Abend und herzlich willkommen zu meiner fünften Ausgabe der Serie SMNS testet eure Decks für das neue Format. Heute teste ich ein lustiges Dark-Haufen-Deck, das so ungefähr vor 4, 5, vielleicht auch 6 Jahren relativ metatauglich gewesen wäre. Und das ein Kollege mir geschickt hat, um es doch mal wieder auszuprobieren. Ja, es spielt so ganz coole Karten wie New Doria und Donzaluk. Außerdem spiele ich 3 Breaker, 3 Tomaten und ein BLS. Was mich ein bisschen wundert in diesem Build ist, dass da kein Sorcerer und vor allem bei den vielen Darks kein Dark Arm Drake und keine Allure drin ist. Aber nun ja, ich teste die Decks so, wie ich sie bekomme und so ist es nun mal. Außerdem fehlt mir im Extra so einiges, aber zum Beispiel ist ein Barbarian drin, den ich nicht unbedingt spielen würde, denn das kommt nun wirklich nicht so häufig vor, dass ich den brauche. Jo, aber so ist es nun und jetzt testen wir das Deck mal genauso, wie es ist. Ab in den Duel Room, TCG und ab in den Pool. Direkt eingefunden. Duel Network hat das, glaube ich, ganz gut gefixt. Jetzt findet man schneller Duel Partner. Spielt ihn ein, der heißt Lightstorm Master. Dann sehen wir vielleicht gleich ein episches Duell Licht gegen Finsternis. Nein. Mal gucken, was die Statuen kann. Die Statuen sieht ganz cool aus, denn ich habe sowohl Schutz als auch einen Searcher, ein Bossmonster und ein Avarice. Und insofern schauen wir mal, was der Gegner so hat. Ich setze hier die Tomate und nicht den Reaper. Einfach für den Fall, dass er irgendwie Rabbit spielt, einen Vanilla ausspielt oder so, drüber rennt, einen Thunder King oder so. Dann muss ich nicht sofort das Prism machen, sondern habe direkt noch einen stabilen Schutz. Okay, ich spiele gegen endlich das Upstart-Spiel. Das kann ja eigentlich schon wieder fast nur noch Dark World sein oder Samu. Dark World wird mich schon wieder ein bisschen ankotzen und Samu ist in Ordnung. Samu kann zum Beispiel mit der Tomate jetzt nicht so viel anfangen. Die können da höchstens einen 6er-Synchro ausmachen. Oder irgendeinen Mana-Stroke. Die Mind Control verleitet mich zu der Annahme, dass es kein Dark World ist, was mich schon wieder freuen würde. X-Saber. Das ist ja interessant. X-Saber mit Upstart. X-Saber kann natürlich 7er Synchros damit machen. Zum Beispiel Urbellum. Tja, Urbellum würde mir jetzt seine Handkarte aufs Deck legen, wenn er durchkäme. Dazu müsste er aber wahrscheinlich eine Lanze haben. Hat er die Lanze? Nein, er hat die Lanze nicht. Insofern war das jetzt gerade ein +-2 Zug und ich bin drin und kann eventuell mit dem Reaper oder dem Breaker +1 erwirtschaften. Ist jetzt die Frage. Hat er Schutz, ist der Reaper blöd. Hat er eine BTH, ist der Breaker blöd. Hat er ein TT, sind beide gleich schlecht. Aber weil der Reaper meine coolste und Lieblingskarte ist, werde ich gleich mal gierig und packe den Reaper aus. Außerdem kann der Breaker eventuell später in Verbindung mit dem BLS noch sinnvoller genutzt werden. Und der Reaper kommt für +1 durch, das ist ganz cool. Und er klaut ihm ein paar Schul. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ich liebe Reaper einfach. Reaper ist so eine stabile Karte. Boggart Knight ist in Ordnung. Special Emma's Blade. Ziemlich dein letzter Handkarte ist Hold Hold Bane. Nein, ist sie nicht. Dann ist das ja immer noch alles im Bereich des Möglichen. Also einfach nur Beatdown, ja? Beatdown kann ich im Moment leben. Dann wollen wir doch erstmal versuchen, mit Tomate in meinem Grave vollzuschaufeln. Für eventuell Avarice. Cool wäre es natürlich, wenn ich die Zanga noch spielen dürfte, mir mit Zanga ein Licht mal suchen könnte, dass der BLS gleich machbar ist. Was bleibt? Tötet die Tomate. Dann sucht die Tomate sich doch direkt erstmal noch eine Tomate. Die ja nicht angegriffen wird, okay. So, Nidoria. Nidoria ist cool. Nidoria kann nämlich den Emmerskate entsorgen. Am
Andererseits könnte ich natürlich auch mit Breaker und Tomate zusammen, die hinterher wegschießen, und einen L4-Zieg machen. Und wie zum Beispiel Roach. Roach ist eigentlich nicht so cool, weil der Bock hat Nightfall immer. An dieser Stelle wäre Black Sheep of Corn echt praktisch. Da wir Black Sheep of Corn aber noch nicht spielen können, müssen wir erstmal Midoriya so klein Control machen. Für Plus, Minus, Ausgleich, das immer Play entsorgen. Ich bin noch ein bisschen am überlegen, was da liegen könnte. Es könnte natürlich auch ein Bottoms Core sein, allerdings glaube ich, wäre der schon länger gekommen. Deswegen bin ich nicht ganz so sicher, was der da unten liegen haben könnte. Jetzt kommt erstmal der Fullhelm vorbei und macht plus 1, weil er was wiederholen darf. Wenn die Tomate im Kampf geht. Und dann kriege ich noch mal ein bisschen Schaden mit dem Reaper. Okay, er greift mir den Bogart nicht auch noch an, das ist komisch. Und er macht auch keine Synchros. Da ist mein Lichtmonster. Lichtmonster, Lichtmonster. Der ist zwar ein Lichtmonster und der ist auch ganz cool vom Effekt her, allerdings, wenn da jetzt doch die BTH liegt, denn das wäre jetzt im Moment die einzige Karte, die mir noch einfällt, die da liegen könnte, außer vielleicht noch einen gefakten MST, dann wäre der Thunder King ein bisschen blöd, wenn er in die BTH rennt. Andererseits könnte ich dann mit den zwei Reapern einen Levier-Move machen und die wiederholen und bla bla faxen, aber nein, ich möchte die Reaper erstmal halten. Reaper sind gegen X-Saber eh sehr stabil und versuchen die BTH rauszuloggen. Nein, es ist ein Saber-Hole. Saberhole ist natürlich auch eine coole Karte, die ich jetzt offen gesagt nicht so gerechnet hatte. Jetzt habe ich auch schon 5 Monster gleich für Ivoris. Allerdings möchte ich ja vielleicht gleich noch den DLS auspacken und deswegen spare ich mir den erstmal noch. Ich habe ja eh noch Gorns, sodass ich nicht in allzu naher Zukunft in den Beatdown stelle. Jetzt schreibt mich wieder jemand an. Dude, I still don't have your stuff. Keine Ahnung, wer das ist. Aber irgendwann. Jetzt überlegen, Pojo habe ich länger Zeit nicht mehr getradet. Keine Ahnung. Tja. Jetzt hat er natürlich Optionen. Die Frage, ob er beide Reaper wegkriegt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht beide Reaper wegkriegt und um den Gauss herumspielen kann. Trotzdem hat er zu wenig Optionen. Bisschen zu wenig Ressourcen. Er sei denn, er hat natürlich jetzt die Nuts mit irgendwie Double Fold Troll Dark Soul oder so. Aber selbst dann würden ihnen, glaube ich, die Tuner fehlen. Okay. Monster Set ist natürlich immer eine stabile Variante. Dann fährt der Reihe jetzt schon mal nicht in die BTH. Da der Reihe nicht in die BTH fällt, und der Wailer ist übrigens auch ziemlich praktisch, kann ich jetzt erstmal den Vorhinein-Effekt rauslocken und dann entweder ein Double mit Fortnite mit Bogart Knight produzieren oder aber eine Synchro-Beschwörung nehmen, um dann das Licht im Friedrich zu haben und mit BLS nächste Runde auspacken zu können. Okay, das wird der Double TO mit Bogart. Jetzt ist wieder so eine Situation, wo ich mir wünschen würde, ich hätte eine Amriam im extra Deck. Denn mit Amriam BLS hätte ich nächsten Zug schon Game.
So muss ich einfach mit BLS jetzt einen auf Control machen. Und ihm erstmal das Aspect banishen. Oh, er überlegt, das heißt, es könnte auch sein, dass er einen Wähler hat. Außerdem das Setmonster, das muss ein Paschul sein oder ein Dark Soul, wobei ich nicht wirklich an Dark Soul glaube, sonst hätte er das schon vorher irgendwie was damit gemacht. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt mal ein DWR auspacken für Thunder King. Erstens, weil mir das eine Monster in den Grave schaufelt, zweitens, weil es Druck aufbaut und drittens, weil, dass, falls es doch eine Dark Soul ist, der Thunder King ein bisschen nackt macht. Und plus, dass du sowieso weiter vorher mit dem Pony gehen kannst. Das muss jetzt mit Schaden. Und schauen wir, ob das der Partial oder die Dark Souls. Das ist noch eine Emma's Blade. Das ist unerwartet. Aber trotzdem haben wir jetzt einen recht guten Kartenvorteil erwirtschaftet und noch den Everest in der Hinterhand für schlechte Zeiten. Admit Defeat, sagt er einfach. Okay, das heißt, er hat eine richtig schlechte Hand. Ja, ich hätte eh noch Vader, Gauss, Control Dream und Everest. So, wie ihr seht, das Deck läuft echt ganz cool. Einige nette Tech drin, viele coole Oldschool-Karten. Yudoria hat das Emsblade kostenlos hier entsorgt. Das war sicher nicht ganz spielunentscheidend. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. SMNES gewinnt mal wieder ein Spiel in seiner Testserie.